TV. Heute fliegen die Victoria's Secret Angels nach Paris und präsentieren die sexy Lingerie an den durchtrainierten Modelkörpern. Doch wie viel Arbeit steckt dahinter? Und was genau muss man dafür machen, so einen Body zu bekommen? Wir haben Model Sophie Totsauer, die extra aus Istanbul gereist ist, befragt. Also generell ist es ganz wichtig, dass man gut in Form ist und gut trainiert ist. Und dabei spielt natürlich die Ernährung auch eine ganz wichtige Rolle. Und direkt vor einem Casting sollte man halt natürlich nicht die ganze Nacht durchfeiern, damit man am nächsten Tag auch ohne Make-up gut aussieht. Man sollte ungefähr 3 bis 5 Mal die Woche mindestens trainieren gehen. Also 3 Mal ist schon das Minimum, sonst hat es, glaube ich, überhaupt keinen Sinn. Und das Wichtigste ist halt die Regelmäßigkeit und dass man sich auch aufrafft, wenn man mal müde ist. Man muss nicht unbedingt immer ins Fitnessstudio gehen. Man kann auch mal, wenn man zu Hause ist, das mache ich zum Beispiel öfter, wenn ich wirklich keinen Bock mehr habe, dann mache ich halt noch meine 5 Sätze Squats und Liegestütze und ein paar Bauchmuskelübungen und dann hat es sich eigentlich schon erledigt. Ich versuche so gut wie möglich auf jeden Fall auf Brot zu verzichten. Eigentlich immer, außer bei Wraps. Da mache ich eine Ausnahme, die schmeckt mir nämlich irrsinnig gut. Die esse ich gern mit Avocados und mit Hühnchen und Mozzarella, alles mögliche. Also das schmeckt mir wirklich gut, aber sonst wirklich kein Brot. Worauf ich wirklich vollkommen verzichte, ist Alkohol. Also Alkohol trinke ich eigentlich nie. Auch die Ballsaison startete. Für manche Frauen ein Fluch und Segen zugleich. Wenn ich eine Woche vorher beschließe, ich will am Sonntag gut ausschauen, dann wird es mit dem Training wahrscheinlich nicht so schnell gehen. Das Training ist eher für langfristige Sachen. Wenn ich sage kurzfristig, dann muss ich mich halt mit der Ernährung irrsinnig zusammenreißen. Ja, die liebe Ernährung. Wichtig ist viel frisches Gemüse, leckere Salate sowie Obst. Aber trotzdem sollte man nicht auf alles verzichten. Ich denke mal, man lebt nur einmal und man sollte nicht auf alles verzichten. Wenn ich jetzt Guste habe, mal auf ein Schnitzel, dann esse ich auch ein Schnitzel. Aber wenn ich weiß, ich habe in 2 Tagen zum Beispiel ein Bikini-Shooting oder ein Unterwäsche-Shooting, dann reiße ich mich halt schon zusammen. Jetzt kennen wir die Tipps und Tricks. Doch einfach klingt das leider nicht.